Guten Morgen, eine schöne ruhige Nacht ist vorüber. Gut geschlafen. Es hat in der Nacht noch ein bisschen geregnet, aber nicht mehr viel. Und ja, das Wetter, es soll besser werden. Die Sonne soll heute rauskommen. 20 Grad soll es heute geben, also ganz anders wie gestern. Ob es noch regnet, na, so ein ganz kleiner Schauer ist noch nicht ganz ausgeschlossen, aber ich glaube, da fahre ich den bald so durch nach dem gestrigen Tag. Ja. Alles gepackt, 7:10 Uhr ist es jetzt. Könnte eigentlich losfahren, werde ich auch gleich. Aber eine schöne Nacht da drin in diesem Shelter. Schön ruhig, trocken vor allen Dingen. Und Regenklamotten und so sind da drin sogar auch getrocknet. Das muss ich echt sagen, das war echt super. Ja. Ein kleiner süßer Campingplatz. Ja, ist gerade erst ab 1. Mai auf, also erst seit 3 Tagen. Also. Das ist ja wohl in Ordnung hier. War wohl ziemlich der erste dieses Jahr, der in dieser Hütte auch übernachtet hat. Ja, also es geht jetzt los auf einer ja wahrscheinlich wieder großen Etappe, denn der nächste Campingplatz, ja, der ist erst in 100 Kilometern. Ja, es ist im Landesinneren. Ja, ich fahre gleich noch durch Ljubljana. Also erst kommt Kranj, oder wie es ausgesprochen wird, und dann kommt Ljubljana. Ja, und dann am Fluss. Der biege ich dann ab, die Save, und dann gibt es auch keinen Campingplatz mehr. Fahre ich nämlich durch Hügellandschaften und so, ziemlich einsame Gegend, bis ich wieder oh, an einen anderen Fluss komme. Ich glaube, es ist ein anderer Fluss. Aber da auch wieder Rafting und also was möglich ist und Kajak fahren, und deswegen gibt es da auch wieder Zeltplätze. Deswegen fahre ich dahin. Ja, 100 Kilometer ist eine ganze Masse, etliche Höhenmeter, aber nach dem gestrigen Tag und ja. Wird das ja wohl hoffentlich funktionieren und vor allen Dingen auch bei besserem Wetter. Mal sehen, was da heute passiert. Ich bin gespannt. Also, dann schauen wir mal, was heute bringt. Also viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Gleich zu Anfang so ein steiler Anstieg, da werden die Geister geweckt. Boah, gleich auf dem ersten Gebiet 50%. Es war übertrieben, der Computer hat immer noch höchstens 10 angezeigt, war aber schwer genug. Hat hier wie es auch gleich nochmal ein paar Aussicht auf ein paar Berge, auf die hohen, wo noch Schnee gefallen ist. Ja, aber die verlasse ich immer mehr. Es gibt immer mehr Hügellandschaft, würde ich sagen. Einfach schön wird es trotzdem werden. Bewaldet. Ja, große Städte kommen heute auch. Kranj, wie gesagt, kommt. Und Ljubljana als nächstes. Da fahre ich mal mittendurch und danach geht es über Land weiter. Ja, der Campingplatz hat jetzt 23 Euro gekostet, 10 Euro extra für diese Hütte. Ja, aber richtig klasse. Gut geschlafen war da. Klein, aber fein. Halt noch nichts viel los. Ich hoffe, das bleibt so, dass es ein bisschen ruhig ist. Aber jetzt geht es erstmal schön weiter auf eine hoffentlich schöne Strecke. Aber Aussicht hat man hier schon gewaltig. Das ist jetzt hier die Innenstadt von Kranj. Aber es sieht toll aus. Bin gut hier reingekommen. Also bis jetzt fast nur gute Radwege. Radfahrer wurde gut durchgeführt. Also richtig klasse, habe ich nicht erwartet. Aber hier so eine alten Gebäude sind hier auch noch da. Und ach, macht Spaß. Und ich bin extra früh losgefahren, damit ich hier jetzt früh bin.
denn jetzt ist noch nichts los. Ich kann hier so durchrollen. Ja. Die großen Berge sind immer noch toll zu sehen mit dem Schnee da oben, das sieht klasse aus. Es macht so einen Spaß zu fahren und das Wetter jetzt ist schön trocken. Ja, mal sehen, was hier noch kommt. Sonst geht's jetzt erstmal Richtung Ljubljana. Das sind noch ein paar Kilometer. Ich freue mich drauf. Die Laune ist da, aber sowas von. Kein Regen, Laune ist top. Endlich die Sonne, da kommt das gute Wetter. Wunderbar. Kaum war die Sonne da, muss ich mich auch auf kurz umswitchen. Ja, das ist für mich als Nordlicht schon jetzt schon warm. 13, 14, 15 Grad, ja 14 Grad vielleicht. App hat 13 angezeigt, aber der Sonne ist ja wärmer. Aber es wird ja immer wärmer, bis über 20 Grad soll es heute kommen. Also top. Strecke, ja, kann war jetzt nur noch Landstraße, meist bebaut. Aber immer noch mal wieder tolle Aussichten auf die Sava und in die Berge noch mal. Aber jetzt geht's weiter Richtung Ljubljana. Die Hauptstadt ist erreicht. Ach, schön, schön ist es hier auf jeden Fall. In der City, aber gerade eben, das waren über Kilometer. 8 Kilometer bestimmt nur an dieser Hauptstraße entlang. Der Radweg holprig wie Sau, aber wenn man hier reinkommt, alles toll. Hier in der Fußgängerzone im Zentrum. Sehr schön. Toll anzuschauen. So eine alte Stadt. Ja, der Dorf, der Außendorf ist mal wieder hier in einer Riesenstadt. In der Hauptstadt von Slowenien. Ja. Trubel würde ich jetzt nicht sagen, es ist was los, aber es geht. Also sehr angenehm hier die Stadt, alles ruhig, kein Geschrei, nichts, bisschen Musik, perfekt. Ja, hier gibt's alles von Eis bis Burger, kann man sich hier alles holen. Also ich weiß noch nicht, ob ich nur ein bisschen snacke oder vielleicht doch mal irgendwas hier hole. Ach, egal, Hauptsache ich bin mal hier gewesen und dann geht's auch bald wieder weiter. Also immer weiter. Ich habe jetzt ja 37 Kilometer. Wie gesagt, also 8 Kilometer an der Hauptstraße. War nicht schön. Jetzt muss ich auch wieder raus. Aber eins muss ich sagen, ich hätte fast nur grüne Welle. Also das hat
zweimal oder so musste ich nur kurz anhalten. Es hat echt gut geklappt. Also, ach ja, und Radreisen habe ich jetzt schon mehrere gesehen. Gerade in Kordi noch welche filmen. Aber davor gab es auch welche. Irgendwie bin ich hier schon so auf so einer Route irgendwie. Aber, naja, mal sehen, was man noch so heute entdeckt oder in dieser Stadt. Sieht echt toll aus. Also weiter geht's. Heraus komme ich anscheinend einfacher. Ja, ich bin zwar noch hier mittendrin, aber jetzt hier auf so einer Nebenstraße, nicht mehr, wo die ganzen Autos fahren. Richtig ruhig ist das hier. Jetzt geht es weiter nach, ja, ins Land hinaus. Ich glaube, die Orte, die brauche ich gar nicht nennen, die kennt ja eh keiner. Aber auf dem Marktplatz, wo ich noch gerade was gegessen habe, da war auch gleich wieder eine und wollte wissen, wohin. Und er war dann auch schon mal unterwegs und ja, die ersten Leute, die einen anquatschen, das hat man echt überall. Aber das ist jetzt das erste Mal. Bei anderen Reisen habe ich das schon öfters gehört, aber jetzt war es das erste Mal und macht auch Spaß ein bisschen zu schnacken, weil der war auch immer mal wieder mit dem Rad, aber jetzt konnte er nicht mehr, weil er mit Knieoperationen hatte und ja, irgendwann ist es vorbei und deswegen mache ich das auch hier. Also mache ich es jetzt oder nie und weiter geht's. Bin jetzt hier bei Kilometer 58. Ja, bin jetzt hier mitten auf dem Land. Boah, bis hier zwar keine besonderen Vorkommnisse. Ja, immer so an der Straße, dann mal wieder ein bisschen abseits. Ja, lief ganz gut, war aber nicht großartig was zu sehen. Ja, rundherum sind immer Hügel zu sehen. Irgendwie eine ganz andere Landschaft auf einmal. Die großen Berge sind ganz weg. Die Alpen sind nicht mehr zu sehen. Boah, aber das Wetter richtig gut. Sonne ist verschwunden. Auch wieder schade, aber auch andersrum nicht. Es ist ja doch relativ warm. Also es ist richtig schönes Radlwetter. Ja, und die Wege. Ja, im Moment ist es dieser hier, so ein Schotterweg. Nicht so tolle, aber der Rest, ja, man kann es fahren, oder? Also geht es immer weiter zu einer Ortschaft, die ich nicht aussprechen kann. Ich glaube gerade eben schon eine Krikka oder so. Naja, weiter geht's. Genauso habe ich es vorgestellt, als ich diese Route hier geplant habe. Richtig schön langsam hoch, langsam runter, kurvenreich, wenig Autos, aber viel Landschaft. Einfach perfekt. Und das Wetter auch. Also
absolut geniale Temperatur. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Also echt toll. Ich habe noch 38 Kilometer. Es ist erst kurz nach 12, 20 nach 12. Also ich kann hier nur so rumcruisen und trotzdem fahre ich die Kilometer sowas von ab. Also ich fahre ganz gemütlich und dann mal sehen, was alles noch so kommt auf dieser schönen Strecke hier. Das hat doch was, das sieht doch richtig toll aus. Also das ist echt klasse. Der Fluss mit seinem klaren Wasser windet sich hier so rum und oh, einfach genial. Und es ist alles grün. Nichts ist verdorrt, also es hat gut geregnet diesen Winter. Ja, wie gestern auch noch, aber naja. Kann ich nicht beschreiben, ist einfach nur klasse. Nicht zu schwer, alles diese Wege, richtig schön. Also so macht das Spaß, also geht's langsam weiter. Hier muss ich mal runter zum Fluss, das Rad steht da oben. Was ein toller Weg und was für ein toller Fluss. Absolut klares Wasser und hier stehen sie auch überall zum Fliegenfischen. Also das ist ein krass, das ist einfach krass. Ja, das ist was ganz anderes als bei uns im Norden. Da gibt es so ein klares Gewässer eigentlich nicht. Ist immer trübe, aber das ist egal. Sehr schön hier. Sehr schön. Jetzt ist es richtig warm geworden. Jetzt stehe ich hier im Schatten. Oh, Blick auf die Kirche. Im Schatten an der Tankstelle. Hab mir erstmal ein Eis geholt. Leute, über 20 Grad, 21 Grad auf einmal kam die Sonne raus und bam. Kalte Cola. Dachte ich, bin ich ein bisschen auf der Hauptstraße jetzt weitergefahren. Der Radweg geht eigentlich auf der anderen Seite hoch und runter. Aber ich bin auf der Hauptstraße gefahren. Ich wusste, jetzt kommt noch eine Tankstelle irgendwann. Der Laden. Einkaufsladen hier in dem Ort hatte zu. Ja, aber es kommen noch welche. Aber ich musste jetzt unbedingt mal was Kaltes trinken und ein Eis, das tut jetzt so gut. Ich fahre dann wohl erstmal auf der Hauptstraße weiter. Aber die Aussichten und die Wegführung waren echt toll. Aber gerade hatte ich plötzlich mal eine Steige von 17-18%. Da war nicht mal ein Schild. Boah, hier hoch zum Ort. Aber der Fluss ist toll, die Gegend ist toll. So kann es weitergehen. Aber ich muss mich erstmal ein bisschen abkühlen. Einfach obergenial hier. Kaum Autos und dann solche Aussichten. Mann, ein Traum.
So I'm Also ist das schon wieder alles grandios hier auf dieser Strecke. Da unten der Fluss. Hier oben ist die Burg. Da oben Kloster oder sowas. Ah, traumhaft. Und es ist so warm geworden. Ein Traum. Wenn ich bedenke, das hätte ich vielleicht nicht einen Tag früher losgefahren, wäre alles im Regen gehabt. Also, nee, das war absolut richtig, wie ich das gemacht habe. Hundertprozentig. Also, das ist ja genial hier. Das ist erst der Anfang von der ganzen Reise. Mann, ich bin echt froh, dass ich Video habe. Also nur Fotos, weiß ich nicht. Hätte nicht alles rübergebracht, sind auch schön. Aber wenn immer nur Handyvideos und das ist da doch immer was anderes. Aber das hier ist gerade eine Baustelle hier in Zietzenbeck. Zietzenburg ist das, glaube ich. Zietzenburg heißt es. Was so ausgesprochen wird, weiß ich nicht, aber. Wow, ja, ich wiederhole mich, wow, 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 aber es geht langsam weiter. Ich muss sagen, ich streng mich überhaupt nicht an. Ich fahre ganz langsam die Berge hoch. Ich trete auch nicht rein, wenn das bergab geht oder leicht bergab geht. Das ist einfach nur am Laufen. Ich bin bei Kilometer 85. Ich schau noch mal. Oh, 89 schon. Also, ich sag ja, es rennt. Es ist 3:15. Ich sag mal lieber 14.45 Uhr, weil man sagt das ja auch mal anders, ne? Also, genial. Ich wiederhole mich. Was soll noch passieren? Auf Rest der Reise noch alles. Das Wetter soll ja so bleiben. Genial. Also, ich muss weiter. Habe ich gerade eben eingekauft, was zu essen und dann suchte ich ein Plätzchen irgendwo vielleicht am Fluss oder so und habe so ein Glück und finde dieses Plätzchen hier, so ein Steg, weiß ich nicht, kleine Ponton, also steht nichts privat dran, stimmt, aber ist egal, jetzt mit mir kommt vielleicht keine. Aber hier zu sitzen an diesem Fluss, wow, es ist 16 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe nur noch 4 Kilometer bis zum Campingplatz. Und da abzuhängen habe ich jetzt auch keine Lust, weil der nächste, denn wieder, das dauert alles wieder. Es gibt noch ein bisschen weiter höher. Aber ich glaube, den ich ausgesucht habe, ist ein bisschen buriger, einfacher, weiß ich nicht. Werde ich sehen. Aber ich habe mir ein bisschen Brot gekauft, den Stange und noch ein bisschen Pudel zum draufpacken. Also nichts Warmes heute. Ja, und das ist einfach unglaublich. Schaut euch das hier an, das ist... Ah, und so geht das den ganzen Tag heute. Aber ich will nicht groß schnacken. Und das war's. Ich werde hier erstmal essen und dann fahre ich dann weiter. Also bis gleich. Ich werde das hier erstmal ordentlich genießen. Ich habe halt genug Zeit.
Feld steht. Jetzt seht ihr auch, was ich so alles mit habe. Ja, einiges aufgebaut. Ah, ich habe die Sturmsäule jetzt nicht rangemacht. Hier ist absolut kein Wind. Ja, so wie den ganzen Tag eigentlich schon. Was soll ich sagen? Ich muss mal reinschauen. Ich schau mal rein bei Komoot, was das war. Ich zeichne das ja mit der Uhr auf, dann geht das auf Komoot automatisch. Das war das Verkehrte. Kilometer, 580 Höhenmeter, das geht auch noch. Aber es ist echt 102 Kilometer, hätte ich nicht gedacht. Und dass es so easy lief. Ja, tendenziell ging es mehr bergab, auf jeden Fall. Aber es war auch so ein bisschen Sägezahn. Also hoch, runter. Aber top, das Wetter, das klarte ja dann so auf. Und na, Ljubljana war auch ein tolles Highlight. Aber davor und danach, naja, das ging so. Aber dann, als man dann hier in die ja, Einöde fast hinkam, wo es ein bisschen ruhiger wurde, Straßen waren top. Die Landschaft, die Ausblicke, Leute, das war grandios. Zweiter Tag, 102 Kilometer, ja, das ist schon Ende, aber ich muss sagen, nicht kaputt, gar nichts. Bisschen merkt man die Beine, ja, ist klar. Aber was soll man machen? Ist noch, ich bin gut, doch, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so fit hier reinsteige in diese Tour, aber es klappt hundertprozentig. Ich brauche auch gar nicht viel alles aufzählen. Ihr habt alles denn wohl gesehen. Am besten, ja, kann gar nicht sagen, an der Platz, wo ich dann zum Schluss noch mal so richtig schön gegessen habe, den tue ich hier nicht essen. Ja, da war es echt klasse. Also das war richtig schön, mal so eine schöne lange Pause. Ja. Leider habe ich hier keinen Radler. Ich hatte eins, aber es ist mir kaputt gegangen. Einmal kurz abgesetzt und dann war da irgendwie ein Loch drin. Ja, da musste ich es ganz schnell austrinken. Ja, aber die beiden haben mich schon eingeladen. Ja, geil. Das ist auf Reise. Radreisen habe ich schon einige gesehen, mit einigen schon geschnackt. Das ist einfach nur klasse. Also wunderbar. Also Radreise wieder. Einfach genial. Es ist das geilste Wetter jetzt, muss ich sagen. Es soll auch so bleiben erstmal. Also perfekt. Also ja, und morgen. Was, ich will gar nicht über morgen reden. Morgen ist Sonntag, vielleicht mache ich morgen eine kleinere Tour. Ich habe es eigentlich auf kürzere geplant, aber das werdet ihr dann sehen. Nächster Tag will ich gar nicht von reden. Es war heute geil. Ich hoffe, morgen wird es auch richtig geil. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Oder, ja, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Ist auch egal. Tschüss. Jetzt muss ich erstmal. Sind doch einige Mücken da. Ja, euch alle hier noch aktualisieren, dass ich jetzt hier bin. Also, tschüss.